Vorräte, aber sie stehen euch zur... Sehen wir gleich. Ah, schade. Kein besonderes. Nein, Eichenholzglied ist das Billige. Schade. Ich muss mal schauen. Erstmal die Rüstung überprüfen, ob ich da nicht vielleicht irgendwas Besonderes gefunden habe. Etwas Besonderes, was ich auch tragen kann, natürlich. Der ist besser. Blitzresistenz nochmal. Ansonsten kann ich alles zerlegen. Furchtschuppenschuhe. Trolllautbrustpanzer. Furchtschuppenbrustpanzer. Das muss ich jetzt mal anschauen. Herstellen. Rüstung. Genau. Der Furchtschuppenbrustpanzer. Sieht im Moment noch billiger aus als den ich habe, aber viel fehlt da nicht. Ein Chakram direkt dort hinten versteckt. Sogar mit nettem Schaden. Hallo. So, was hast du für eine Quest? Na komm, rede mit mir. Hallo, Sterblicher. Ich bin der Knappe des Stolzes. Moment mal. Ihr kommt zur rechten Zeit. Es gibt da ein... Sie sind überall. Groß, die Bolt für den Helden von Melsensch. Dann an die Arbeit. Auf Wiedersehen. Bolgern sind kein Problem. Erstmal diese Gegend anschauen. Was haben wir denn hier? Lol. Das sieht sowas von nach einer Falle aus. Mit Geisterantlitz, Schrei und Schreck. Kommt aber nichts mehr entgegen. Lassen wir Blut an düsterem Fleck. Schwarzer Wald und Abendglut. Aus eurem Auge fließt das Blut. Es mundet sehr den Würmern allen, die Tote essen, wenn sie fallen. Kein lebendes Kämpfendes. Seid ihr gekommen, um zu sterben? Nein, um zu töten. Eide einhaltet nach eurem Leichnam nach euren Schreien. Nein, ich habe keine Pfeile. Könnte mächtige Items gebrauchen. Aber erstmal das Gebiet freischalten. Primordia. Schon wieder solche. Die sind doch langweilig. Glassäulenhöhlen, okay, Hochfulgen, Schattenpass. Oh, sie haben mich entdeckt. Sterb! Was? Verflucht! Die hat mich doch noch erwischt. Ärgerlich, dabei wollte ich sie meucheln.
denn das für komische Orte hier? Da sind immer bloß so ein paar mit ein paar Skeletten. Vom Level ab, was für Equip ich finden kann. Also ich meine, hier Trollhaut und danach, was war das nächste jetzt? Oder hängt es vom Gebiet ab? Dass man sozusagen an bestimmten Gebieten farmen muss. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sieht geil aus. Oh, aufpassen. Kann ich da vielleicht, Ach, was soll's. Lol. Wollt ihr mich verarschen? Anscheinend. Nicht da oben engage. Angreifen, kommen so kleine hässliche Elfen hervor. Mensch, diese Zauberer. Ob jetzt in Elfenform oder nicht, nervig. Alle miteinander nervig. Erwarte keine Gnade, Sterblicher! Nee, tu ich nicht. Aber du auch nicht. So kriege ich wenigstens auch meine Augen zusammen. Hey, die haben doch zwei Augen, oder? Könnt mir ruhig die geben. Könnte die überraschen. Hallo? Freut ihr euch, mich zu sehen? Ja, die springen mich vor Freude schon an, die Skelette. Ach, das ist auch ein Bogen. Ja, ihr Bogenschützen habe ich schon festgestellt. Ihr seid nicht schlecht. Du bist runtergefallen. Aber hierhin muss ich eigentlich gar nicht. Andererseits, ich möchte einfach das nächste Gebiet freischalten. Und dann ist gut. Nicht mich schön. Ich will doch bloß das nächste Gebiet freischalten. Oh, was haben wir denn hier? Ist gar nicht auf meiner Karte verzeichnet, diese Essenz des Schicksals. Leute, jetzt war sie auf der Karte verzeichnet.
bist die Natur eines... Agath wollte, dass ich Herrin Shir im Auge behalte. Aber zunächst müssen wir beide uns unterhalten. Ich bin nochmal meine Aufzeichnungen über unseren letzten Ausflug nach Alabastra durchgegangen. Und dabei zu einer beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen, was euren Tod und Tirnoch betrifft. Was ist los? Genau weiß ich das nicht, aber es muss irgendeine wahnsinnig mächtige Quelle der Magie gewesen sein. So mächtig, dass der Seelenquell gar nicht anders konnte, als sie wahrzunehmen. Ihr wart auf den Quell in meinem Labor eingestimmt, und doch war es Yus Quell, der eure Essenz eingefangen hat. Es scheint, als wäre diese Macht in Bale das fehlende Element gewesen. Außerdem glaube ich, dass diese Macht auch die Quelle der Prismea-Kristalle ist. Sie ist irgendetwas Intelligentes und Bösartiges. Sie ist das, was die Tuatha Tirnoch nennen. Tirnoch hat mich zurückgeholt? Nein, aber ihre Macht war der Schlüssel. Um ehrlich zu sein, könnte ich wetten, dass sie euch mit Freuden erneut umbringen würde. Und dieses Mal gäbe es keinen Seelenquell, der eure Essenz einfangen könnte. Aber sie ist kein Gott, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Und angesichts des Wachstums dieses Prismea würde ich sagen, dass sie kurz davor steht, endgültig in unsere Welt zu kommen. Alles, was Gadflo getan hat, diente allein dem Ziel, sie hierher zu holen. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist! Ja, kein Problem. Bin doch schon auf dem Weg. Schattenpass. Ich will eigentlich bloß den nächsten Ort freischalten. Da haben wir es doch schon. Naja, wenn wir schon mal hier sind, hier den Questgeber. Bei Lyria. Ihr wart es, der sich gegen den Balor gestellt hat, als die Lyra fiel. Das Glück meint es heute gut mit mir. Ich bin Desiderus Traf, Kommandant der Ariad. Bringt ihr Kunde von meiner Verstärkung? Ja, wo sind alle eure Männer? Die Asche auf dem Boden ist alles, was von meinen Männern geblieben ist. Sie sind während unseres Angriffs auf den Pass gefallen. Die Tuatha haben zaubernde Wachen postiert, die jeden unserer Vorstöße mit Feuer abgewehrt haben. Es ist nur, diese Tuatha führen Krieg wie niemand sonst. Magische Feuer verbrennen meine Männer mit einem einzigen Wort zu Asche. Aber wenn ihr mutig genug seid, sie herauszufordern, haben wir vielleicht Hoffnung. Sie setzen das Gelände gegen uns ein, indem sie die Wege von oben mit Magiern flankieren. Wenn ihr diese Wachen neutralisieren könnt, werde ich den Weg selbst angreifen. Gemeinsam können wir ihre Linien vielleicht durchbrechen. Okay. Auf bald also. Meint er mit... damit... jetzt? Hey, da oben ist eine Höhle, die wir... Leuchtend rote Augen. Das gefällt dir wohl nicht, hä? Lol, wen greift er denn jetzt an? Ach, den Typ.